Herzlich willkommen auf Kleopatra Orakel, liebe Stiere. Ich freue mich sehr, dass ihr auch eingeschaltet habt, dass wir uns das Ganze nochmal zusammen anschauen, was diese Woche in der Liebe dich erwartet. Wir haben die Woche unter dem Motto ein Geschenk. Ein Geschenk kann aber ein sein, was du erwartest oder nicht erwartest, was du haben willst oder gar nicht haben willst. Da ist alles zwischen bittere Wahrheit, zu Erfüllung ist alles dabei. Das, was ich bis dato gelegt habe, war alles eh so ein reiner Wein und bittere Wahrheit als eine Erfüllung. Aber wir werden sehen, ich habe noch ein paar Sternzeichen vor mir, vielleicht ändert sich das Ganze noch ein bisschen. Also es ist generell so eine Abrechnungssituation, so eine Klarheit zu sich zu verschaffen. Was ist die Realität? Und ich bin sehr gespannt, was bei dir auch so diese Woche sich durchboxen möchte. Ich werde mir natürlich erstmal die gechannelte Botschaft anschauen und dann gehen wir gleich zu den Karten über. Liebe Stier, ich habe eine generelle leichte Frustration und ab so dem Leben den Rücken drehen, Energie wahrgenommen. Ich habe dich gesehen bei einer sehr, sehr harten Arbeit. Jetzt weiß ich natürlich den Beruf nicht mehr, wie der heißt, aber du hast quasi Eisen so im Feuer geklopft. Also du hast riesige Eisenmengen verarbeitet, geklopft. Du hast irgendwelche komischen Schrauben gemacht, aber die waren riesig, ja. Keine Ahnung, so einmal 2 Meter oder so. Und die waren so rund. Ich habe dich gefragt, was du machst. Du hast gemeint, du willst dich auf etwas konzentrieren, was Sinn macht, was etwas Festes ist, was du verstehst. Und vor allem, du hast die Kontrolle, wie das Ergebnis sein wird. Alles andere, dem ganzen anderen Geschichten, hast du den Rücken zugedreht. Das heißt, es könnte sein, dass du dich sehr stark in Arbeit, der Arbeit wieder widmest diese Woche, um dem ganzen Liebesthema den Rücken zudrehst. Das ist auch sehr stark möglich. Oder auf alles konzentrierst, was wirklich von dir abhängt, was du in der Hand hast. Ja? Okay. Jo, Herausforderung ist die Liebe, das hast du nicht im Griff. Aber da möchte Heilung reinkommen. Okay, bitte, bitte, liebe Stiere, das ist eine unnötige Energien, die ihr da verfällt, ne? Also ich habe letztens tatsächlich mit Stieren und Steinböcken einige Gespräche geführt und ich kann diese ganzen Energien etwas besser auch nachvollziehen. Also ihr tut euch wahnsinnig schwierig, ja. Mit Jungfrau habe ich leider aktuell keinen Kontakt. Weil ihr seid mir wirklich die, die mir am meisten am Herzen liegen, aber ich kann eure Beweggründe nicht ganz nachvollziehen. Deswegen sind solche Gespräche mit euch immer sehr hilfreich für mich, damit ich sehe, wo ihr steckt. Und das sind Personen, mit denen ich mich noch vor ein paar Monaten unterhalten habe. Da waren wir auf einer Schwingung. Mittlerweile habe ich das Gefühl, uns trennen Welten. Ja? Okay. Das ist auch so ein bisschen, glaube ich, das Thema, dass die Steinböcke und Stiere aktuell, das muss für dich nicht gelten. Ich sage jetzt das wirklich so generell, wie ich von der Energie wahrnehme und wie es mir auch bestätigt wurde in den Gesprächen mit diesen Personen, dass ihr euch sowieso so unglaublich schwer mit der Veränderung tut, mit dem Energieaufstieg, mit der Leichtigkeit, Durchlässigkeit, mit dem Zurücklassen der Sicherheiten, Zurücklassen dessen, ja, so ein bisschen eben die Kontrolle auch abzugeben, ne? Sich von der wahnsinnigen Erdung, die
ihr habt, ein bisschen abzuheben. Ja, das ist so. Und deswegen, je mehr Veränderungen sich im Außen anbahnen, umso mehr wollt ihr an dem Alten festhalten. Okay, was ist denn die fördernde Energie, liebe Stiere, für euch in der kommenden Woche in der Liebe? Beistand im Hier und Jetzt. So, liebe Stiere, Karten sind auch so groß. Jo, da draußen gibt es doch niemanden, der zu mir passt. Ich kann das doch nicht kontrollieren. Egal wie ich es anfasse, es läuft ins Desaster, funktioniert nicht, fällt auseinander. Du bist irgendwie am Krieg, ja, im Krieg mit der Liebe. Ja, also das ist so gar nicht deins aktuell. Ja. Ja, und mit der Heilung tust du dir auch wahnsinnig schwer. Du wehrst dich, ja. Du willst diese Erkenntnisse, die dir geboten werden, nicht ganz annehmen, ja. Deine Seele will dir ständig auf dem goldenen Tablett irgendwas zeigen, offenbaren, aber du tust dir echt schwer. Der Beistand, der hohe Priester, die geistige Führung ist bei dir, möchte dich auf einen neuen Weg bringen, aber du schaust immer zurück. Du willst das Alte wieder zurückhaben. Das Neue interessiert dich nicht. Du drehst dem Ganzen den Rücken zu. Also hast du gesehen, du hast da geschaut, der hohe Priester, und alle wollen dich dahin bringen, in die Zukunft, ja? Im Hier und Jetzt. Du hast das Gefühl, um dich herum ist irgendwie nur Vulkanausbrüche und Krieg und Unsicherheiten und alles ist irgendwie kaputt. Man möchte so ein bisschen, also wundere dich nicht, wenn du dich hier so ein bisschen zu deinem Glück gezwungen wirst, ja? Zwei große Arkana. Okay, bitte die Karte der. Na kommt, liebe Karten. Bitte Karten für die Liebe, für die Stiere, für die kommende Woche. Was geschieht hier? Also die Energie möchte, dass du wachsen tust, dass du dich deinen dunklen Flecken, blinden Flecken entgegensetzt, dass du sie dir anschaust. Warum hast du Angst vor Partnerschaft? Warum hast du Angst vor Liebe? Warum folgst du den Signalen nicht? Warum du sie anschaust und dann dich wieder dem Ganzen wegdrehst? Warum bist du auf Kriegsfuß mit Heilung und Liebe? Das will die geistige Führung von dir diese Woche haben. Ja? Es könnte ein wenig unangenehm sein, weil könnte sein, dass du sehr starke Unterbrechungen in deiner Arbeit haben wirst. In dem, worauf du dich konzentrierst, was für dich greifbar ist, anfassbar ist, kontrollierbar ist, dass du da ständig Unterbrechungen bekommst, weil wenn man dich auf etwas anderes bringen möchte. Da haben wir diese Justice, was wir haben. Jetzt haben wir die sechs der Kelche. Möglicherweise gibt es da einen Seelenpartner, der dich so ein bisschen an die Hand nehmen möchte und dich in diese von diesen alten Unsicherheiten dir eine andere Seite der Liebe zeigen.
Aber deine Bereitschaft ist nicht da. Okay. So, mit diesen Karten werden wir uns jetzt gleich deinen Gegenüber anschauen, ja, der wo auch nicht weiß, was los ist, ja. Fragt sich auch, wird da noch was oder wird da nichts mehr? Mit diesen Karten schauen wir uns mal gleich auf Vimeo die Geschichte deines Gegenübers. Wir werden uns mal mit diesen Karten eure Geschichte anschauen. Was heißt in der Woche zwischen euch beiden? Mit den Engelskarten werde ich eine Karte für dich, eine Karte für euch beide und eine Karte für dein Gegenüber ziehen. Was uns denn die Engel nochmal zu sagen haben. Und sollte ich eine Bewegung hier sehen, werde ich nochmal eine Zeitkarte holen. Die Links zu den weiteren Videos findest du in Beschreibung des Videos sowie im ersten Kommentar. Ich weise nochmal auf die Verlosung ein. Du kannst eine Energiearbeit von mir gewinnen im Wert von 250 Euro, circa 60 Minuten lang. Was genau Energiearbeit ist und welche Fähigkeiten ich besitze, kannst du dir in meinem Video anschauen. Das ist verlinkt auch in der Beschreibung des Videos sowie im ersten Kommentar. Wenn du Hashtag Verlosung plus ein Kommentar schreibst unter diesem Video, gehörst du zu den potenziellen Gewinnern diese Energiearbeit von mir. Genau. Ansonsten, ich hoffe, wir sehen uns gleich auf Vimeo. Und falls nicht, dann ist es auch vollkommen in Ordnung. Mache das auch bitte nur, wenn du hier mit dieser Situation tatsächlich resoniert hast. Wenn du sagst, ey, weiß ich nicht, keine Ahnung, dann lass es, ja. Dann bist du hier in der Reisegruppe nicht dabei. Aber es gibt mit Sicherheit Stiere, die sich gut tun mit den aktuellen Energien. Es gibt mit Sicherheit Stiere, die so ein bisschen Schwierigkeiten haben, wie auch hier zu sehen. Okay? Genau. Ansonsten sehen wir uns mit Sicherheit beim nächsten Video auch wieder. Tschüssi, schönes Wochenende.